Was hatten wir schon ewig lang nicht mehr auf diesem Kanal? Bisschen Gaming-Kram. Und deswegen schaue ich mir auf Empfehlung von René hin ein Game an. Das heißt der Watson-Scott-Test. Und ich bin so, okay, was erwartet mich? Und er spielt es einfach. Es wird crazy. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich hoffe, ihr seid ready. Ich weiß nur, dass es ein Test ist und ein bisschen Horror mit dabei wird. Und das so passieren soll. Also schauen wir uns das direkt an. Let's go. Lasst uns reinstarten in den The Watson-Scott-Test. Test. Ich weiß nicht, was mich erwartet. René hat einfach nur gesagt, komm, du musst es auch mal ausprobieren. Spiel das. Es ist krass und ja. Mal gucken, wie krass es ist. Welcome to the Watson Scott Test. This test is designed to help you understand your deepest anxieties and the underlying cause of your darkest fears. Ich habe keine Angst vor irgendwas. Wie sagt Simba hier? Angst? Ich lache dir ins Gesicht. For each question, select a response which gives the best and most truthful answer. At the end of the examination, schätze ich mal, you will receive your analysis and a certificate of participation. Okay. Mal sehen, was das Spiel hier von mir möchte. Was? Nur 13% der Leute schaffen diesen Test? Okay. Also ich glaube nicht, dass... Was? Paralysis, anesthetic arrest and resulting in death? Easy. Kann ja nur gut gehen. Hä, what color is the sky during the day? Ja, blau. So, was? If I have one apple and you give me two apples, how many apples do I have? Hä, wenn er einen hat und ich gebe ihm zwei, dann hat er doch drei. Are you playing a game right now? Yes. Ich hoffe doch. Okay, are you sure it's a game? Ja, jetzt nicht mehr so. Ja, es ist ein Spiel. Ich bin totally sure, dass das ein Spiel ist. Okay, also wir sind kalibriert. Was hält es jetzt bereit für uns? Also es sind anscheinend viele Fragen, die wir beantworten müssen. Und Szenarien, die wir uns vorstellen müssen. Es regnet draußen und du gehst barfuß. You take one step forward and crush a snail. Oh nein! Oh no! Oh Gott, das ist das Schlimmste. Ich rette immer jede Schnecke. Ich bin nicht disgusted. Ich würde so guilty mich fühlen. Ach du Scheiße, weil die arme Schnecke. Also vor allem, wenn so eine Schnecke mit Haus ist. A small child is walking down the street with a large ice cream. Bitte, wenn es hinfällt, dann lache ich. She trips and falls, dropping a treat on the ground. Nein! Oh Gott, ich bin ein schlechter Mensch, aber ich wäre amused. Ich meine, es wäre natürlich schon irgendwie schade, aber es ist auch irgendwie wäre es auch witzig zu sehen, so, und dann liegt das so am Boden. Es ist halt schade, dass einem kleinen Kind passiert, aber ich wäre jetzt nicht satisfied oder sowas. Aber traurig wäre halt auch ein viel zu krasses Gefühl. Aber ich wäre schon so ein bisschen, ha. Vielleicht ist amused auch das falsche Wort. Man wäre halt irgendwie so erheitert. So, oh, wenn ich das mal dem Kind gewünscht hätte oder so. You're at the farm. You make eye contact with a cow in the field. The farmer says, its name is Samuel. It's dinner time. Nein! Oh Gott, it's dinner time and the farmer serves you a plate of ribeye steak. You thank the farmer for the meal, say nothing, stab the farmer with your... Was? Stab the farmer with your knife? Also unabhängig davon, ob ich der Kuh jetzt in die Augen geguckt hätte oder nicht. Ich hätte trotzdem gefragt, ob es eine vegetarische Version gibt. Einfach schon bevor der mir das serviert. I will now show you a picture, an image. Please study it. The image will not move. Mhm. Ich dachte zuerst, es ist eine Spinne, aber es ist Schlangen. Motivated, afraid, uneasy. Ich habe ehrlich gesagt eigentlich gar nichts gefühlt. Also ich hatte keine Angst. Motiviert war ich auch nicht. Ich habe erstmal herausversucht zu finden, was das ist. Do you believe in ghosts? Schwierig. Ich hoffe halt immer, dass es keine gibt, weil ich mir oft so denke, okay, es gibt einfach Sachen, da weiß mir lieber, dass da sollten keine Geister rumschwirren, so, ja, wenn ich Nase popel oder sowas. Aber manchmal passieren schon so Sachen, wo ich mir denke, ja, irgendwas Übernatürliches muss da schon sein. Have you ever seen a ghost? Weiß, ich bin unsure. Ich habe sicher schon Dinge gesehen, aber ob das jetzt ein Geist war. Thinking about the room you're in right now. Has anyone ever died here? Ich hoffe nicht. Not yet. Noch nicht. How unconventional.
so, please indicate how strongly you agree or disagree with the following statements. Ja, das kriegen wir hin. Also ich bin ja wirklich sehr gespannt, was da am Ende rauskommen wird. When I'm staring at the screen, I completely forget about my surroundings. Disagree. I often think about the ghosts inside my house. Ich hoffe, dass ich da keine disagree. Denk nicht oft an Geister in meinem Haus. Andere Menschen würden sagen, ich bin ein Lügner. Strongly disagree. Also ich glaube nicht, dass andere Leute das von mir behaupten würden. Ich bin schon sehr, sehr honest immer. I would know if someone was inside my house preparing to kill me. Okay, ich schaue nur gerade nochmal. Nein. Okay, I would know if someone was... Oh, ich schwöre, ich weiß nicht, ob ihr das auch gerade gehört habt. Aber... Es sind Klopfgeräusche, ich schwöre, aber es ist nicht echt. Es ist nicht echt. Ja, ich würde das mitbekommen. I would know it, ja. There's an unexpected guest in my house? Nein? Was sind das für Fragen? Will das Spiel mich entführen? Nobody would know if I went missing? Klar, es würden vielen Leuten auffallen. Hoffentlich euch da draußen, weil kein Video kommt und kein Stream, Mann. Boah. The most intelligent form of artistic expression. Nee. Also ich finde Poesie und Gedichte schon sehr, sehr krass, aber ich finde, da gibt es noch andere Arten, sich auszudrücken. You need an attitude adjustment. I've designed a new algorithm for generating insightful poetry. Okay. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass mein Englisch gut genug ist für seine Poetry. Roses are red, silent as a mouse. Your door is unlocked. I'm inside. Bruder, ich hab nicht mal Haus. Ich wohne in einer kleinen... Ah! Ah! Schau. Ich hasse dich. Oh. Aber du warst nicht Teil des Tests. Deswegen wollte er, dass ich spiele. Deswegen wollte er, dass ich spiele. Erstmal Herzinfarkt. Mein armer Cutter, der jetzt wahrscheinlich... Ohrenbluten hat. Scheiße. So, only 41 percentages point in the examination. From now on, be much more intense. Do you wish to continue? Ja. Alter, nach dem Schreck auf jeden Fall. How far away is the closest police station? Ja, weniger als 15 Minuten. Das sind so Fragen. Das Spiel trackt das jetzt alles. Dann wissen die, wo ich wohne. Und kommen die vorbei und dann töten die mich wirklich. When you're home alone, do you lock your doors? Ja. Natürlich sperre ich zu. Aber auch erst seitdem ich René kenne. How long can you hold your breath underwater? Boah, ich bin richtig schlecht in sowas. Warum ist das so? Exactly 41 Sekunden? Ich glaube, 40 Sekunden kriege ich hin. I am under the water. Please help me. How long can someone survive if you drill 3 evenly spaced holes 1/4 inch in diameter in the midpoint of their skull? Bitte was? Keine Ahnung. 3 Minuten? If you were to be murdered within the next 7 minutes to 18 days, which technique would scare you the most? Drowning in a plastic bag filled with water tied around my head. Oh mein Gott, das wäre schier. Ersticken ganz schlimm. Blunt force trauma example. The cup of my kitchen sink propelled into my... Ah ja, okay. Asphyxiation from my mouth and nose... Staple shut, also halt, ich denk mal links. A dull ceramic blade inset. Ich würde sagen, es ist eigentlich alles scheiße. Ich hoffe, dass die jetzt mit Tempel einfach meinen Körper meinen. Ja, ich würde einfach so aufschlitzen. Beste. Alles andere hört sich so schmerzhaft an. Schon wieder ein Image! Oh mein Gott, was kommt da? Der Image will not speak. Ist ja auch ein Bild. Du sollst reden. Okay, jetzt ist Spinne. Warum schreit da die ganze Zeit jemand im Hintergrund? Was passiert denn da? Thinking about the image, which phrase best describes you? I am nothing. I'm the spider eyes. I will ask this one more time. Are you playing a game right now? Not sure anymore. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wirklich nochmal yes. Do you know that I'm a good person? Nein, wer soll ich das doch wissen, Brudi? Ich kenne dich nicht. Du stellst mir so komische Fragen. Wer soll ich denken, dass du gut bist? Are you lying to me right now? Nein. Lying ist verboten.
Oh, Sports, da bin ich richtig gut dabei, das sehe ich schon. Was habe ich geplayt? Jujutsu. Ich habe... Oh, okay, ich habe nichts davon gemacht. Der will wissen, ob ich mich verteidigen kann. Ich sag's euch, der fragt all das, damit er dann sehen kann, wie er mich am besten umbringt. The brain checkt das schon. Please select any of the following industries that you have occupational experience with. Private Security Detail? Law Enforcement? Gar nichts. Do you trust me to do the right thing? Nein? Was ist the right thing in dem Fall? What is the number in the following sequence? 50? Exhibiting a fight or flight response and maybe at risk of an acute stress reaction. I need you to breathe slowly and calm down. Okay. Ich bin nicht gestresst. Ich bin ganz calm. Please take a moment to look away from your monitor and observe the nearest exit. Make sure you could run if something were to happen. Okay. Ich mach die Tür ein bisschen auf. Schau auch nochmal raus. Ja, schaut gut aus. Ich müsste nur an René vorbeirennen. Das kriege ich hin. Did you look away from your screen? Yes. Do you think I can tell when you look away from your screen? yes. Maybe. Do you feel safe in your house right now? No! Oder Handschuhe. Are you having fun? Yeah! I know when you're lying to me. Okay. Please ignore any external stimulus. Concentrate only on this screen. There's no unexpected guests in your house. There are no unusual sounds coming from inside your house. Do not take... Das bist du! Do not take your eyes off the screen. Do you understand? So, jetzt habe ich weggeguckt. Jetzt krieg ich sicher gleich ein Backstep hier. Ja, ich habe weggeguckt! Es tut mir leid. Do you understand? Yes. Music can help us all relax. Singing is relaxing. What? Ich kann nicht so schnell lesen! Pop goes to Weasel. Dun, da, dun, da, 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 da. Oh, ich... Oh. Oh, es ist ekelhaft. Das sind Atemgeräusche. Aber ich schau nicht weg. Wie gemein. Warum habe ich einfach gleich zwei Jumpscares? Eine von meinem super netten Boyfriend und dann das hier. Oh, ich habe nicht gelesen, was jetzt mein Result war. I survived the What's the Scott. Wie gemein. So, meine Analyse. Sleep soundly, people remember my face, respectful of elders. Stepping on snails makes me feel guilty. Oh mein Gott! Alter Leute, das ist richtig wahr. Das ist ultra wahr. Falling from an unsteady balcony. Beziehungsweise, ich hab wirklich Angst vor sowas, dass wenn ich auf einem Balkon stehe und da ist so ein Zaun oder sowas, dass ich da runterfall. Also, ja. Oha, oh gruselig. The main test is complete. There is a bonus test available. Would you like to take it? Okay, I'll be waiting. Oh je. Yeah. Goodbye. Oh, es macht sich von alleine zu. Geil. Ich würde sagen, wenn ihr wollt, dass ich mir den Bonustest hier auch nochmal ansehe, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr da reagiert hättet. Ob ihr nervös geworden werdet, würde mich auf jeden Fall interessieren. Also, ich muss sagen, okay, gut, dass René mich dazu ermutigt hat, das zu spielen, das mal zu machen. War auch mal wieder was anderes auf dem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau, Daumen nach oben, gerne abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr das wollt. Und ich muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Wir sehen uns, ihr Lieben. Ciao, ciao.